Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch abstimmen lassen und ihr wolltet ein Video zu Good To Go, die besten Spots. Das hattet ihr mir schon öfter mal vorgeschlagen, dass ich mal so ein bisschen zusammenfassen soll, weil ich habe ja so viele Videos, wie soll man da noch einen Überblick behalten? Und ich dachte, ich teile das jetzt einmal auf. Das sind meine Top 3 Kettenspots, also die Spots, die es auch vielen anderen Städten gibt. Und dann kommt aber auch noch mal ein Video mit den 3 besten Dingen, die es eigentlich nur in Berlin gibt, weil es eben einzigartige Läden sind. Und ja, diesmal aber das Kettenvideo. Und ja, ich fange von hinten an, das Pferd aufzusatteln. Und ja, ich bewerte es hauptsächlich eigentlich so nach dem, wo ich sage, es ist die beste Menge, Preis-Leistungs-Verhältnis, wo ich, also es ist einfach so mein persönliches, wo ich einfach richtig feiere, was dann bekommt und wo ich immer wieder auch hingehen würde, auch eben privat, also privat, ich gehe da auch sonst, also es ist ja auch privat für mich hier, ne? Ich ernähre mich davon auch, aber wo ich immer wieder hingehen würde, auch wenn ich jetzt keine Videos drehen würde. Und ja, es geht los. Jetzt und mein Platz Nummer 3 geht an Kamms, die Bäckerei. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen einfach daran, dass ich Kamms sowas von liebe. Also für mich war das immer so, früher absolute Heimatsbäckerei war Kamms einfach. Also ich komme aus Kassel und keine Ahnung, es war für mich immer die beste Bäckerei. So nächst an der Schule, jede Mittagspause dorthin. Deswegen, ich liebe die Qualität von den Sachen und den Geschmack. Und die To-Go-To-Go-Ausbeute ist dort immer richtig, richtig gut. Also ich hatte da schon so oft Glück mit, dass ich super viel bekommen habe und für 4,30 Euro jeden Stand im Wert von 10 Euro und auch jetzt habe ich einen locker Mehrwert. Also die sind super großzügig dort und ja, das gefällt mir besonders gut. Also es ist wirklich einfach eine Riesenmenge und die Qualität ist top. Deswegen love it. Also true words, und es sind halt wirklich 2 volle Tüten. Und here we go. Das ist die Ausbeute. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich hier anfangen soll. Also eine Menge Brötchen. Einmal hier ist 2 mit Sonnenblumenkernen. Dann hier so ein Fanblock heißt es, glaube ich. Das ist mit so Rosinen. Ein Mohnbrötchen. Richtig leckeres Laugenbrötchen. 2 Brezeln. Dann hier noch 5 Brötchen. Eins mit Sesam. Und ein Donut, ein Franzbrötchen und ein Croissant. Wie gesagt, ich finde, das ist wirklich eine Menge und auch ein Mix an herzhaft und süß. Ich lieb's. Und ich kenne die Sachen von Kamms natürlich auch schon. Wie gesagt, dadurch, dass ich dort sehr oft bin. Und auch so an sich fühlt sich das alles noch total frisch an. Ich gucke jetzt mal, was hier so das Franzbrötchen. Ja, okay, ich glaube, die besten Franzbrötchen macht Kamms nicht, aber... Aber es ist lecker. Naja, die Sachen sind aber alle aus der Auslage rausgenommen worden. Also sind sie direkt vom Tag, frische Sachen. Top. Ich würde sagen, zu Kamms könnt ihr auf jeden Fall gehen. Ein weiterer meiner Favorite Spots ist der Platz Nummer 2. Und zwar Espresso House. Das Espresso House hat, also das ist... Gibt es die Kette auch? Ich glaube, die Kette gibt es überall, oder? Also ich kann mich jedenfalls daran erinnern, in Berlin gibt es sie sehr, sehr oft und es ist eine Kaffeekette. Also so eine Kaffeehauskette, so typisch wie Starbucks eben. Und dort hat man, war ich nämlich schon mal am Potsdamer Platz und die hatten echt eine super Bag, also total gut durchmixt und alles mögliche, aber halt auch belegte Sachen und Preis-Leistungs-Verhältnis war da wirklich top. Und deswegen, ich zeige jetzt nochmal, was es da heute gibt. Heute gehe ich in die Schönhäuser Allee die Sachen abholen. Und ja, dann könnt ihr euch selber nochmal von überzeugen. Ich finde das auf jeden Fall eine super Empfehlung. Ich bin auch nochmal so ein bisschen die ganzen Bewertungen durchgegangen. Also Espresso House gibt es bei uns ganz, 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 ganz viele. Auch die Too Good To Go eben machen. Und da waren die Sterne eigentlich fast immer von 4,5 bis 4,8. Und das von 5 Sternen ist schon wirklich top. Also bin ich nicht die Einzige, die das nur so sieht. Und ja, ich schau mal, was ich heute bekomme. Und ich bin zurück zu Hause und ich habe auch schon eine Kleinigkeit genascht. Und zwar gab es noch so eine, wie so eine Zimtschnecke, aber das hatte irgendwie noch so einen ganz komischen bisschen Beigeschmack. Aber das war, ich glaube,
ich weiß nicht, wie es heißt. Naja, aber war auf jeden Fall ganz lecker, weil ich hatte Hunger. Und ja, habe aber natürlich jetzt den Rest noch mitgebracht. Und da, ups, das muss ich jetzt auch noch mal kurz gemeinsam durch, würde ich sagen. Ah ja, übrigens hatte ich mir eine Bestellung noch mal storniert in der Schönheiser Allee und war jetzt am Potsdamer Platz in dem Espresso Haus. Das mag ich auch super gerne. Da bin ich auch öfter mal privat ganz gerne. Das ist beim Sony Center das. Und ja, hab da auch eine ganz gute Ausbeute. Das sind jetzt insgesamt 5 Sachen gewesen. Und wie ich ja schon gesagt hatte, ich liebe einfach die Vielfalt dort, weil das sind eben 5 komplett unterschiedliche Sachen und das für 3,50 Euro. Also ich habe hier ein Brötchen mit Tomate, Mozzarella, dann eine Brezel, ein Croissant und dann aber auch noch hier richtig lecker so Overnight Oats. Und aus dem Mix finde ich es dann halt immer so ein bisschen hochwertiger als irgendwie so typische Backshops. Ich hatte jetzt Overnight Oats bekommen, aber ich hatte gesehen, anderen bekommen dann auch noch so Skier. Und ja, das finde ich, das ist einfach echt eine coole Vielfalt. Und wie gut sehen die bitte aus? Das sind ja sogar noch so richtig viel Saaten und Blaubeeren. Oha, die hatte ich selber dort noch nie. Aber vielleicht kann ich euch die jetzt hier mal empfehlen. Ich teste die jetzt mal für euch. Oh mein Gott. Die sind ja richtig lecker. Hat sich schon gelohnt. Das sind natürlich ganz klassische Sachen. Belegtes Brötchen etc. Oh, das ist übrigens kein Mozzarella, sondern Gouda. Sorry, falsch gesehen. Brezel, alles eben noch ganz frisch. Wurde aus der Auslage herausgenommen. Jetzt abends zwischen 18.30 und 19.30. Also ich finde die Sachen vom Espresso Haus wirklich immer top. Und damit eine absolute Empfehlung an euch. Das könnt ihr bedenkenlos austesten oder dorthin gehen. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz so sicher, ob es auch in anderen Städten gibt. Eigentlich schon, aber zumindest in Berlin gibt es da ganz, ganz viele Standorte von. Und da könnt ihr wirklich in ganz Berlin euch was schnappen. Und ja, somit war das mein sehr wohlverdienter Platz Nummer 2. Und kommen wir zu Platz Nummer 1. Und zwar ist es für mich Backwerk. Also jedenfalls von diesen Ketten her. Obwohl, ich glaube, ich kann auch nochmal so Teil machen, weil ich nochmal so 3 Favoriten hätte. Wenn euch solche Videos interessieren, dann sagt mir das. Dann mache ich nochmal so ein Top-3-Video. Weil es so schwer ist, mich zu entscheiden. Aber für mich ist jetzt erstmal Backwerk. Dort war ich im Ostbahnhof schon und auch in der Janowitzbrücke. Und das Coole ist halt wirklich, dort kann man sich die Sachen aussuchen. Also comes first, gets first. Und man kann sich dann irgendwie 5 Teile war es letztes Mal, aussuchen und das im Wert von 3, also für 3 Euro und es ist einfach nach Ladenschluss und ich denke mir, ja, das sind halt die ganz normalen Sachen, die man sich sonst hätte gekauft und das finde ich richtig, richtig cool. Jetzt bin ich gespannt, hoffe ich kann es mir jetzt auch wieder aussuchen, ansonsten vielleicht kriege ich auch so eine coole zusammengestellte Sache und viele von euch meinten aber auch schon, dass man die sich zusammenstellen kann, dass sie das mega top fanden und ja, jetzt geht es für mich ins Backwerk im Potsdamer Platz, genau, und we will see. Und ich bin zurück zu Hause und ihr könnt schon sehen, ich habe mir wieder Sachen aussuchen dürfen. Also das ist wirklich immer das Konzept bei Backwerk so und ich finde es einfach perfekt. Also es war einfach so, ja, such dir Sachen im Wert von 10 Euro aus, circa 10 Euro und dann passt es schon. Also so genial auch dort wieder, so einfach. Und ja, ich habe mir Sachen ausgesucht und ich habe davon aber auch schon Sachen weggegeben. Also den Cookie, den habe ich schon gegessen und dann war das Brot und alles ja perfekt. Und überhaupt, man kann die Sachen da ja einfach auch in einzelne Tüten verpacken. Dann habe ich noch so ein Brot eben genommen und noch ein belegtes Ciabatta, was ich dann an Hilfsbedürftige am Potsdamer Platz gegeben habe. Und ja, die haben sich natürlich auch wieder sehr gefreut und ja, ich weiß nicht, das würde ich nicht immer in jedem Video dazu sagen, aber nur, dass ihr euch nicht mal wundert, also sharing is caring. Deswegen, ja, genau, habe ich aber für mich noch einen Milchreis. Ist es ein Milchreis? Ja, ich glaube schon, einen Milchreis mitgenommen. Und deswegen, von der Qualität her, kann ich die Sachen ja bewerten. Ich weiß, dass die Sachen super lecker sind bei Backwerk. Ich habe da auch schon fast alles irgendwann mal gegessen. Deswegen, da musste ich die Sachen jetzt auch nicht extra probieren und möchte sagen, dass ich die Sachen echt gern habe. Kein Milchreis. Haferpower Mango, vegan. Ich habe nur gesehen, dass es irgendwie sowas Fertiges sozusagen ist. Also hier ist sogar mit Sojadrink, geschälten Sojabohnen. Ich vermisse gerade ein bisschen Hafer auf der Zutatenliste. Ah ja, da irgendwo auf Haferflocken. Ja, also es sieht richtig, richtig lecker aus hier mit Mango. Das kenne ich tatsächlich nämlich auch noch nicht.
Und deswegen aber absoluter Tipp ist, bei Backwerk schon früh zu kommen. Also da hast du halt einfach die größte Auswahl und dann war eigentlich auch noch aus allen Gebieten sozusagen was mit dabei. Also noch Süßes, Herzhaftes, Belegtes, eben aber auch solche frischen Sachen. Super lecker. Also der aus dem Espressohaus war ja schon echt lecker. Aber auch hier so eine leckere Haferspeise. Könnte man sich viel öfter mal eigentlich so unterwegs holen. Zu empfehlen. Ja. Hat mich nicht enttäuscht, mein liebes Backwerk. Mein Cookie war auch echt lecker. Aber wie gesagt, das sind halt so Dinge, die ich dann eh schon kenne. Und ja, dementsprechend Backwerk auch überall in Berlin verteilt. Gibt es ja nun auch deutschlandweit. Ich finde, die machen das Konzept richtig, richtig klasse. Ich kenne kaum irgendeinen To-Go-To-Go-Spot, wo man sich die Sachen wirklich aussuchen kann. Und deswegen ganz klar für mich Platz Nummer 1. Und ja, genau. Bin gespannt. Ja, also das war's ja für das Video. Also sagt mir, wie ihr das Format findet. Und überhaupt, was eure Favorite Spots sind, wenn ihr schon mal mit Too Good To Go unterwegs seid, wo ihr sagt, okay, wirklich Number 1, dann werde ich es nämlich vielleicht auch nochmal testen. Und ja, wie gesagt, freut mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Fühlt euch ganz fest gedrückt. Ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch. Und ja, würde sagen... Ciao.